Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal und ich glaube, ihr könnt es sehen, das ist kein vorgedrehtes Video. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Ja, der Urlaub ist zu Ende, gut und schade zugleich. Ja, werdet ihr jetzt gleich in meinem Urlaubsbericht erfahren. Ich schminke mich und erzähle euch von meinem Urlaub und was so ein bisschen ansteht und so weiter und so fort. Also wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran, es geht direkt los. Und seid ihr bereit, dass ich euch eine Kante ans Bein quatsche? Wobei, ich weiß gar nicht, ob das so wird. Ich mache heute aber mal was bisschen anders. Und zwar, also ich habe unfassbar viele neue Produkte. Wirklich. Also ich habe erstmal mein Zimmer heute aufgeräumt und sortiert hier mein Schmink- und Drehzimmer. Also wirklich, Leute, ich sag's wie es ist, es war hier ein Schweinestall. Also es war wirklich ein richtiger Schweinestall. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal hier gesaugt. Also wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht in diesem Jahr. Ich weiß nicht. Krass, oder? Krass, oder? Aber ich habe es nicht auf die Scheißreihe gekriegt, ne? Also es ist wirklich, ja, auch eine Sache. Vielleicht machen wir nochmal so einen Deep Talk in den nächsten Wochen. Mal schauen, wie ich mich dafür bereit empfinde. Gesaugt. Alles aufgeräumt, Leute. Ich habe so viele Sachen hier rumliegen, wo ich gerne noch ein Video eigentlich drehen wollte, was ich euch noch zeigen will und so weiter. Also wirklich, wirklich, wirklich viele Sachen. Dann bin ich mal in mich gegangen und habe gedacht, okay, Jenny, wie realistisch ist es, dass du darüber wirklich noch ein Video machst? Wie realistisch ist das? Und habe das dann quasi in eine gesonderte Kiste, die Sachen gemacht. Und erstmal, also wirklich, dann habe ich mir aufgeschrieben, über was ich Videos... Ich bin ein sehr unkoordinierter Typ. Also ich bin niemand, der so Abfolgen oder Regeln folgt. Das ist nicht mein Ding. Das hört sich fancy an, aber es macht das Leben auch nicht immer einfach. Von daher, ja. Jedenfalls benutze ich heute Sachen, die ich euch in den nächsten Wochen zeigen will. Weil ich will die jetzt benutzen. Ich will jetzt nicht alten Kram, ihr wisst schon, was ich meine, Sachen benutzen, die ich schon mal benutzt habe, weil ich habe mich ehrlich gesagt seit keine Ahnung wie vielen Tagen schon nicht mehr richtig geschminkt. Und dementsprechend benutze ich heute Sachen, die ich euch in der nächsten Zeit zeigen werde. Aber ich werde es euch nicht sagen. Das finde ich voll geil. Oh Gott, und ihr so toll. Was ist das für ein Scheiß, Jenny? Nee, ich will ja, dass ihr euch und ich mich auch auf Schweden und unseren Urlaub konzentrieren. Und wie ihr sehen könnt, ich habe Farbe gekriegt. Das passiert bei mir nicht häufig. Und ich musste jetzt auch das Video recht zeitnah drehen, weil meine Farbe, die kommt, baut sich auf, das hier ist Maximum. Also mehr geht nicht. Und dann, zwei Tage später, ist sie wieder weg. Also dementsprechend habe ich mir gedacht, machen wir mal dieses frische Gesicht, halten wir das mal in die Kamera. Ich habe jetzt ein bisschen rote Wangen, weil ich halt hier so rumgewirbelt habe. Und ehrlich gesagt bin ich fast ein bisschen aufgeregt. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, Videos gedreht vor einem Monat oder so. Also es ist wirklich richtig lange her. Ja, ich schmink mich jetzt mal nebenbei und erzähle euch von meinem Urlaub. Ihr wisst ja alle, wie, wie skeptisch ich diesem ganzen Schwedenurlaub entgegengeschaut habe. Und ja, was soll ich sagen? Es war besser als gedacht, aber auch so, wie ich es... Nein, es war ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt habe und ein bisschen besser. So. Ihr wisst ja, ich habe mir gedacht, toll, wenn das so wird wie in Dänemark, dann bin ich sauer, weil das hat mir nicht so sonderlich gut gefallen, wisst ihr ja. Ich bin einfach, ja, ich bin einfach ein Fan von Meer und ich möchte ins Wasser und ich möchte, ich bin so eine Planschkuh, wisst ihr, ich bin auch kein Typ, das haben wir auch in unserem Urlaub wieder festgestellt und auch danach, erzähle ich euch gleich noch, der sich mit einer Decke oder so an den Strand legt. Ich gehe ins Wasser und zwar 2-3 Stunden und dann will ich wieder nach Hause. So bin ich. Also ich bin wirklich kein Typ, der sich jetzt so Stund um Stund so
an so einem See aufhält, um da abzuhängen, sondern ich will ins Wasser und gut ist. Mehr habe ich nicht im Sinn. Und dementsprechend war das natürlich so eine Sache, weil wir wissen ja alle, in Schweden gibt es kein Mittelmeer. Und es war auch so, oh, ich meine, Leute, die Leute haben gelabert. Ne? Also wenn ich mir das immer... Ich sollte es wirklich so machen, dass ich auf Sachen, die andere erzählen, einfach nicht mehr höre. Vor allen Dingen gewisse Leute. Also es gibt ja so Leute, die reden dir alles negativ. Und gerade im Umfeld von meinem Mann, finde ich, gibt es da welche. Und die wissen auch immer alles. Die wissen alles und die, ach Mensch, die haben überall, zu allem eine Erfahrung. Treckeralarm! Und ich höre da nicht mehr drauf, auf das Geschwätz, sag ich mal. Klar, so Erfahrungen sind immer ganz interessant, aber ehrlich gesagt, am Ende ist es am besten, man macht sich selbst seine Erfahrungen und hört nicht auf das, was andere sagen. Weil alleine das Thema Mücken, mein Mann und ich, wir haben am Ende gesagt, okay, wir haben nicht wir haben einmal Autan benutzt. Das war's. Also wirklich, ich bin nach Schweden gefahren, ich dachte, das wird die Hölle und ich werde mich nicht draußen aufhalten können, weil das so voller Mücken ist und so blöd ist, dass es nicht geht. Und ganz ehrlich, ich hatte meinen ersten Mückenstich, als wir wieder zu Hause waren. Also das ist halt voll witzig, so. Das sind so Sachen. Oder an jeder Ecke siehst du einen Elch. Glaub mir, wir sind extra so Schleichwege und sowas gefahren und haben uns so aufgehalten. Mein Mann hat ganz zum Schluss auf dem Rückweg einen Elch gesehen, den ich und meine Tochter dann nicht gesehen haben. Wisst ihr, also das sind so Sachen, oh, ey, ich mache das nicht mehr, mich irgendwie mehr Sachen von anderen anhören, sondern ich mache einfach meine eigenen Erfahrungen. Und klar, es kann natürlich sein, dass es Leute gibt, die in Schweden waren und haben da jeden Tag einen Elch gesehen. Ich nicht. So. Und ich war nicht... Es gibt da ja nicht sowas wie Turi... Doch, gibt es. Es gibt Turi-Hochburgen, komme ich gleich dazu. Aber waren wir halt nicht. Ne? Also von daher... Ja... Das Gelaber von anderen. Also, pass auf. Wir waren am Vätternsee. Das war unser Hauptziel. Wir sind aber zuerst, haben wir zwei Nächte in Dänemark verbracht. Tarupstrand heißt der Campingplatz. Da waren wir schon mal. Und der war ganz schön und der war halt auch einfach so super auf dem Weg. Ne? Das hat total gut gepasst. Und da waren wir zwei Tage. Ja... Es war halt so chillen auf dem Campingplatz in Dänemark. Kannst ja auch nichts machen. Also, wisst ihr? Oh Gott, Dänemark hat bei mir nicht gut abgeschlossen. Aber irgendwie fand es mein Mann da halt voll toll. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehen wir da eben nochmal hin für zwei Nächte. Und irgendwie war es dann doch zu kurz, weil es war so entspannt dort. Und jedenfalls ist das nicht so der Rede wert jetzt, dieser Aufenthalt da in Dänemark. Da haben wir ja nicht großartig was angestellt. Und dann sind wir nach Melbystrands gefahren. Also das ist am Meer in Dänemark. Wenn man jetzt quasi hier Malmö hat, man kommt hier von Dänemark, Malmö und Schweden. Habe ich Dänemark gesagt? Schweden. Dänemark, Malmö, hier quasi am Meer. Und das war so ein Hottentotten-Campingplatz, wie wir ihn eigentlich gar nicht so gerne mögen. Also lustigerweise sogar meine Tochter nicht, hat sie gesagt. Also das war schon okay, so, es war ganz cool. Aber sie fand auch den zweiten, erzähle ich gleich, besser. Und das war so, ja, vom Campingplatz so eben groß halt, ne? Mit Animation und Live-Musik abends und so ein Zeug. Und ja, das ist jetzt nicht so unbedingt, das müssen wir nicht unbedingt haben. Ich meine, wir wohnen im Dorf, was 200 Einwohner hat. Wir sind sowieso schon überfordert, wenn mal irgendwo eine Person mehr rumläuft. Von daher ist das schon okay, wenn wir so einen Campingplatz haben, wo wir unsere Ruhe haben, so ungefähr. Wir hatten ja auch unseren Hund dieses Mal mit.
Und da auf diesem Campingplatz, Melbystrand, war es aber eigentlich ganz schön. Ne? Also es war wirklich direkt am Strand und so, wir hatten auch einen ganz guten Platz. Wobei der Platz war auf Ecke vorne und wir haben uns eine Art Hundezaun gekauft. Erst fand Rocco das auch cool mit dem Hundezaun und hat den wirklich so als Begrenzung akzeptiert. Und auch sind ganz viele Hunde an ihm vorbeigegangen, die ihn nicht gejuckt haben, offensichtlich. Und dann kam aber dieser eine Hund. Und er so, du, was gehst du hier lang? Booms, ist der über diesen Zaun rübergesprungen und wollte, ich kenne ja meinen Hund ganz gut, aber es ist halt trotzdem Hund, der wollte spielen. Und der andere Hund aber nicht. Der andere Hund war alleine. Rocco ist über diesen Zaun rübergeballert. Das war richtig bescheuert, scheiße. Zum Glück war mein Mann da, der ist direkt hinter dem Hund her und während Rocco mit dem anderen spielen wollte, der aber nicht, wurde der sauer und Rocco wurde sauer und dann haben die sich ganz schön gegeben. Also das war schon, wo ich so dachte, oh nee, ey, jetzt beißt jetzt mein Hund hier irgendeinen anderen Hund. Wie scheiße ist das denn, ey? Ja, das war nicht so geil. Danach waren wir ein bisschen vorsichtiger. Unser Hund war so geil, ey. Und das Lustige ist, mein Mann hat ihn dann halt irgendwie wieder zurückgeholt und Rocco war danach richtig so beschämt. Das hast du richtig gemerkt. Also der hat gemerkt, er hat Scheiße gebaut und wir sind nicht glücklich darüber. Na, dann durfte er erstmal eine Weile halt nur ins Vorzelt und nicht in diesen Zaunbereich, weil wir sind halt unheimlich viele Hunde da auch vorbeigelatscht. Ja. Wir hatten ja unser Stand-Up-Paddling-Board mitgebracht und das hatte ich ja vor dem Urlaub gekauft und wir haben das ja noch nicht vorher benutzt. Also wir sind direkt, wir haben das Board mit in Urlaub genommen und wir wussten auch nicht, dass, also ich hatte es gehofft, aber wir wussten nicht, dass dieses Board unser Leben bestimmen wird im Urlaub. Das habe ich wirklich irgendwie gehofft, aber nicht erwartet bei meiner Familie. Also bei meiner Tochter schon, aber bei meinem Mann, ehrlich gesagt, habe ich das nicht erwartet. Dass das für ihn so ein Thema ist. Wartet mal, ich will euch ja die Palette nicht zeigen, die ich hier gerade benutze. Nehmen wir denn? Wir nehmen das hier. Und an dem Meer, also Stand-Up-Paddling-Board am Meer ist ja eh immer schon so eine Sache, ne? Das ist ja was für Könner dann, ne? Also für Leute, die es richtig können. Und es war halt okay, es war am ersten Tag ruhig, am zweiten Tag hatten wir richtig, nee, wartet mal, am zweiten Tag konnten wir gar nicht aufs Board, weil es hat die ganze Zeit geregnet und ich habe, glaube ich, das erste Mal im Urlaub geweint, weil ich dachte mir so, okay, zweiter Tag Regen, ganz genauso wird es weiterlaufen, weil alle so, ja, wird voll regnerisch, das Wetter in Schweden ist meistens nicht so toll, dieses, ne, darauf war ich ja halt dann auch eingestellt, da habe ich aber erstmal, das war richtig scheiße so, der zweite Tag. Der war richtig mies. Da hatten wir richtig so down, ne? Also wirklich, das war nicht so geil. Und dann wurde das Wetter nur noch besser. Vor allen Dingen an diesem Melbystrands Campingplatz war es halt so, dass wirklich das Wetter, mal abgesehen von diesem einen Tag, es war sogar so, dass wir wirklich im Badeanzug da rumgelatscht sind und so. Also es war wirklich richtig geiles Wetter dann. Nicht Italien-Wetter, was ich so kenne, mit 35 Grad, was ich ja schon ganz geil finde, ne? Sondern 25, was aber auch cool war. Also es war auch gut, nur cool war halt das Stichwort, weil das Meer, Leute, also das ist richtig kalt. Und ich bin keine Person, die sagt, mir ist das so kalt, sondern ich springe schon ruhig in jeden Tümpel und meine Tochter auch, aber das war echt, das war hart. Also es war wirklich hart und wir haben es trotzdem recht genossen. An einem Tag waren wir auch abends Drachensteigen mit Jacken. Ist halt so eine Sache, ne Leute? Also mehr, wenn du am Strand bist und ich hasse das dann mit Jacken da rumzulaufen. Also möchte eigentlich, wenn ich am Strand bin, gerne im Badeanzug sein, weil ich ins Wasser will, ne? Trotzdem war es halt auch da schon recht vielfältig. Also wir haben irgendwie viel gemacht, fand ich. Und wir waren dann auch,
Haben wir denn da einen Ausflug gemacht? Ah ja, ein Einkaufszentrum. Natürlich an einem Tag, weil ich habe ja euch gefragt, wo man da shoppen gehen, also Kosmetik kaufen kann. Und da haben einige diesen Kicks genannt. Und Normal hatten auch einige genannt. Das findet meine Tochter ja voll geil. Normal ist so ein, ich finde, das ist so eine Mischung zwischen Drogerie und Kick. Oder? So in die Richtung, würde ich mal sagen. So. Und das fand meine Tochter halt voll cool. Und die haben ganz geile Einkaufszentren, ne? So Malls. An Autobahnen so. Zumindest ist das mir aufgefallen. Und da waren wir einmal und ansonsten waren wir halt am Strand und haben dort unsere Zeit verbracht. Und auch viel am Wohnwagen abgehangen. Ne? Es ist ja auch immer irgendwie was zu tun. Man muss dann noch dies machen und das machen. Und wir haben uns zu extremen Langschläfern entwickelt im Urlaub. Das heißt, wir sind ja im Wohnwagen fast vor 10 Uhr gar nicht mal aufgewacht. Und dann frühstückst du und dann ist der halbe Tag eh schon wieder rum. Und an diesem Strandcampingplatz waren wir 4, 5 Tage und sind dann zum Vetternsee gefahren. Und da hatten wir nämlich einen Campingplatz gebucht. Der sah mega aus auf den Fotos. Und die hatten uns nur geschrieben, ja, wir reservieren uns euch Platz 26, kommt dann einfach. Sind wir hingefahren? Und waren ziemlich früh da und die Rezeption hatte geschlossen. Und dann sind wir auf diesen Campingplatz drauf gefahren und ich mag alte Leute, ne? So, ich kein Ding, aber ehrlich, das war ein Platz auf einem Feld, quasi direkt am See, aber mit Steilklippe sozusagen. Also du konntest nicht direkt an den See gehen. Das war aber auf den Fotos permanent, sah das immer so aus, als wäre das auf der gleichen Höhe und du könntest direkt an den See und müsstest nicht noch irgendwelche komischen Kraxelwege da durch die Walachei gehen. Und ja, dann sind wir auf diesen Campingplatz drauf, haben gesehen halt, dass die Rezeption geschlossen hat und haben halt auch die anderen Leute da gesehen, wirklich, die waren alle über 60. Es gab kein Spielplatz, gar nichts. Und Platz 26 war auch belegt. So, dann haben wir, und das war auch wirklich, ehrlich gesagt, der schönste Platz auf diesem Campingplatz. Und dann haben wir kurz überlegt, es war irgendwie so 12 oder so, ne? Dann haben wir uns überlegt, okay, pass auf, was machen wir jetzt? Wir hatten zum Glück dort nichts angezahlt oder irgendwas in der Richtung. Und ja, die haben ja auch nicht unsere Reservierung, die haben gesagt, wir halten euch den Platz frei und haben sie nicht gemacht. Also, ne, hatte ich auch kein schlechtes Gewissen zu sagen, ciao Bella, wir hauen jetzt wieder ab und gucken, ob wir einen anderen Campingplatz finden. Und natürlich gibt es da viele Campingplätze. Und dann gab es da so einen Hottentotten, den haben wir erst angesteuert. Und dann dachten wir so, nee, wir wollen eigentlich nicht schon wieder Hottentotten. Und dann hat mein Mann bei so einem anderen Campingplatz noch angerufen, der ganz cool so aussah, auch von den Beschreibungen ganz interessant war. Und die hatten halt noch 2 Plätze frei. Und er so, wir sind in 15 Minuten da. Und die so, ja, okay. Und dann, das war halt ein Campingplatz, der sehr auch nicht auf Kinder ausgerichtet war. Also es gab da auch keinen Spielplatz oder sowas. Aber es war egal, weil wir konnten direkt an den See. Der hatte da gleich so ein Strandstückchen und deshalb war es halt, wir brauchten auch keinen Spielplatz, weil wir sind jeden Tag auf dem Board gewesen. Ne? Von daher war das echt cool, weil es war auch nicht so viel los dort. Es war schon gut besucht, also der Campingplatz war voll, aber es war halt eher nach unserem Geschmack. Da war es dann so, dass wir immer auf den Wetterbericht und so geguckt haben und der war immer irgendwie nicht so geil. Und das Wetter war immer besser, als im Wetterbericht stand. Immer. Das war richtig witzig. Also es war wirklich so, wir dachten so, an dem einen Tag war halt total Regen angesagt. Und wir haben schon so gedacht, okay, da können wir halt nicht aufs Boot, was machen wir? Aufs Board, was machen wir? Also denken wir uns irgendwas aus, wo wir hinfahren können. Und das war auch einer meiner Highlight-Tage, muss ich sagen. Also wir waren einmal in, diese Süßigkeitenstadt. Warte, ich muss das eben googeln. Oh Gott, Grenna.
so heißt die Stadt. Das war echt so eine Stadt, ich weiß auch nicht, ich habe den Sinn auch nicht so ganz verstanden, war mega niedlich. Ich mal gucken, ob ich euch ein paar Bilder einblende. Da war eine Straße nur mit so Bonbonläden, die selber auch Bonbons gemacht haben. Und am Ende, ganz ehrlich, es war in jedem Laden war eigentlich, also es war total toll dort, total schöne Stadt und irgendwie die Läden voll süß. Aber das Lustige war, es war irgendwie immer das Gleiche. Und ich dachte mir so, das ist so ähnlich, als würde eine Straße nur aus Piercing-Studios bestehen. Welchen Sinn hat es? Wisst ihr? Weil es ist doch nur Konkurrenz dann, oder? Ich weiß nicht, habe ich nicht so ganz verstanden. Aber das war ein richtig, richtig schöner Tag. Natürlich war von unserem Campingplatz bis dahin, es waren ewiglich weit weg von allem. Ne? Also es war eine ganz, ganz lange Fahrt dorthin, obwohl das gar nicht so weit erschien. Aber am Ende waren wir, glaube ich, 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück, so ungefähr. Und das war auch der Grund, warum wir nicht in Stockholm, Göteborg oder Malmö oder sowas waren, weil es war einfach viel zu weit weg von unseren Campingplätzen. Ne? Also es war, ja, Quatsch, hätte das wäre ja, ich, also nach Stockholm waren es, glaube ich, 400 Kilometer oder so. Also das macht keinen Sinn, dann dahin zu fahren, weil, ja, und ich hätte auch nicht so gewusst, was ich da soll mit meiner Tochter, mit meinem Hund und meinem Mann. Ja, also das haben wir halt gelassen, aber ja, halt einen Tag in Grenna und dann waren wir nochmal an einem Tag in so einem Waldstückchen am Venern oder wie der andere See heißt. Und das war ich mein Highlight. Das war so ein Weg durch den Wald und dann kamst du an den See. Und dieser Weg durch den Wald, ich meine, wir sind ja hier auch öfter mal so im Wald unterwegs oder irgendwo. Und dieser Waldboden dort, der war so weich und hat so ein Geräusch gemacht beim Draufgehen. Das kenne ich von unseren Wäldern nicht. Und es war so geil, also es war wirklich toll. Und dann liegen da ja überall in den Wäldern und auch an den Seen überall diese riesengroßen Steine rum. Das kennt man ja, finde ich, hier von den Seen auch nicht so unbedingt, dass du so fette Steine da überall hast oder auch von den Wäldern. Interessant, nicht wahr? Foundation Line hier. Gibt es einen Foundation-Freitag zu dieser Foundation, die ich jetzt hier gerade trage? Bisschen dunkel, aber okay. Ich habe farbtechnisch bei meinen Foundations, die ich jetzt gekauft habe. Ich glaube, bei keiner die richtigen Farbe. Ja, also, das war mein Highlight, wirklich dieser Waldausflug mit dem See direkt dann da dran. Und dieser Vänern ist ja noch viel größer als der Vättern. Und das war schon geil. Und ansonsten waren wir halt, gib ihm auf dem Board, ne? Also es war wirklich, dieses Board hat echt, und das Lustige ist, ich wusste, dass es mir und meiner Tochter gefällt, aber dass es meinem Mann so gut gefällt, das hätte ich nicht gedacht, weil der war nämlich am Ende, haben wir uns quasi ums Board geprügelt. Wir haben ja nicht Stand-up gepaddelt, also meine Tochter schon zwischendurch mal, weil die kriegt das ganz gut hin. Mein Mann, der ist eher so Typ vorsichtig, insgesamt im ganzen Leben. Und der hat sich, glaube ich, einfach nicht so richtig getraut, wobei er es bestimmt auch hingekriegt hätte. Für mich ist halt einfach da aufzustehen auf diesem Board schon, ja, das kriege ich gar nicht hin, ne? Aber ist auch nicht schlimm, wollte ich auch nicht. Also ich wusste das und ich dachte, Sit-Down-Paddling reicht mir völlig aus. Und wir haben dann auch zu dritt ständig darauf abgehangen. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das was wird. Ich habe immer gedacht, auch dass meine Tochter und ich da halt voll gut zusammen, ja, ich habe auch ein großes Ding gekauft, ne, dass wir da zusammen drauf können und so, das wusste ich, aber dass es mit meinem Mann so einen Spaß macht, wir haben echt zu dritt da drauf immer verbracht. Das Problem war halt im See, es war einfach so unfassbar kalt und dadurch, dass wir da zu dritt drauf waren, war und wir das nicht geschnallt haben, das Board richtig. Wir haben es jetzt erstmal gesehen, wie es ist, wenn wir es wirklich richtig aufgeblasen haben. War halt immer
Popo und Muschi und so im Wasser, so ein bisschen, ne? Weil eben wir überladen waren, sag ich mal, auf dem Ding. Und das war schon mittelmäßig angenehm, muss ich sagen. Also wir haben, dadurch eben, dass das Wasser so kalt war, konntest du auch nicht 1000 Stunden darauf verbringen. Und Sit-Down-Paddling, gerade wenn man so breitbeinig auf dem Board viel sitzt, das geht voll auf die Hüfte, Leute. Also wirklich, ich muss sagen, meine Hüfte, ich brauche jetzt eine neue so ungefähr danach. Naja, so schlimm ist es nicht, aber das geht schon ganz schön auf die Hüfte und auf den Rücken. Aber ansonsten ist das echt eins der geilsten Sachen, die ich überhaupt... Also dieses Teil zu kaufen, ne, das war so... Das war echt alles. Das war das Beste, was ich hätte machen können. Und vor allen Dingen, weil wir alle darauf Spaß haben. Ne? Meine Tochter fand es dann immer geil. Die ist dann irgendwann auch immer von dem Board halt ins Wasser gesprungen und so. Es war halt auch voll geil. Und dementsprechend hat das wirklich, es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Und ja, wartet, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Das Wasser war kalt, Paddling war geil. Der Hund fand es cool, weil der Hund, es gab dann so einen Hundestrand. Ich habe auch das Gefühl, dass wir die Einzigen sind, die sich an die Regeln halten, aber das habe ich in jedem Urlaub. Also, das nervt mich voll, ey. Aber der Hund war im Wasser, fand es voll geil. Wir haben abends am Strand nochmal gesessen und Marshmallows gemacht. Und wisst ihr so, ne? Das war schon nicht wie, ich sag mal so, wenn wir jetzt in Italien waren oder in Spanien, dann waren wir einfach aufstehen, essen, ins Wasser, egal welches, ob es jetzt Pool war oder Meer war, fertig machen, abends essen gehen, Punkt. Das war's. Ja, kommen wir zum Punkt Essen gehen. Also dort, wo wir waren, es gab einfach gar kein einziges Restaurant. Also wirklich nicht. Es gab halt Dönerbuden, sag ich mal, ne, wo es dann auch Pizza gibt und so ein Zeug. Aber ganz ehrlich, ja, so, ne? Essen gehen war halt nicht. Ich weiß nicht, wieso das da so ist bei denen in Schweden. Vielleicht ist das in den Großstädten, das muss es ja anders sein. Also da muss es ja auch Restaurants geben. Aber das war sehr doof. Das hat uns sehr gestört, weil ganz ehrlich, wir sind so Leute, wir gehen dann halt voll gerne im Urlaub essen. Also wer will denn im Urlaub da? Ich meine, ja, Campingplatz natürlich. Wir sind gut ausgerüstet und so. Und wir haben halt dann jeden Abend selber gekocht. Also das war wirklich, das war... Wisst ihr, also jeden Abend selber kochen, ich weiß nicht, das wäre nicht so geil. Und kulinarisch ist Schweden halt voll für den Arsch, oder? Also ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen und ihr sagt so, hä, Jenny, was hast du gemacht so? Wieso hast du nicht das und das und das, ne? Also ganz ehrlich, also am schlimmsten waren ja wohl die Brötchen. Das war ja echt... Gott, ey, wir haben am zweiten Campingplatz haben wir halt die Brötchen dann auch. Wir haben immer andere probiert, wir haben die immer weggeschmissen. Ne? Also, weil das ging gar nicht. Also, und wir essen halt voll, wir frühstücken voll gerne und wir essen gerne dann ein Brötchen, ne? Und wir sind da echt so. Es gab aber auch keine Alternative. Also es war ja nicht so, als wäre es dann so gewesen, dass die irgendwie leckeres Brot hatten oder was weiß ich. Sondern es war einfach. Scheiße, echt. Also das Essen war wirklich... Auch im Supermarkt, klar, also die haben gute Supermärkte da gehabt und große Auswahl. Und aber trotzdem, auch irgendwie war es so... Wir wollen dann halt auch gerne Sachen ausprobieren aus den Ländern halt, ne? Und wir sind jetzt nicht unbedingt so, dass wir in den Urlaub fahren und dann müssen wir... Kartoffelgratin da essen. Wisst ihr, was ich meine? Sondern wir fahren gerne in den Urlaub und essen dann, was es halt da gibt, aber da gibt es halt nicht. Ja, schön ist ja schön, dass Köttbullar da irgendwie das Nationalgericht ist. Wenn es das aber nirgendwo gibt, dann habe ich ja auch nichts davon. Und ehrlich gesagt, wir haben halt zweimal die gegessen, aber außer Packung aus dem Supermarkt. Das ist so... weiß ich nicht, als würdest du hier so... abgepackte Frikadellen, wisst ihr? Das ist so...
Das esse ich hier auch nicht. Also dementsprechend, ja, war das so, naja, das Essen war so, naja. Was die halt können, zu meinem Untergang, Süßigkeiten, ne, und Schokolade, ne. Ich liebe ja eh schon die Marabu-Schokolade. Ich finde, das ist die beste Schokolade, die es gibt. Und, ja, das können die halt, ne. Aber das war's auch. Also, Schokolade. Lakritz ist auch nicht so ein großes Thema. Da gab es so ein geiles Lakritz-Eis von Langnese, meine Güte. Das hatte so ein, das war ein Eis am Stiel und das war Himbeere. Und dann hatte das so ein Lakritzkern und eine Lakritzschicht. Das war geil. Das war richtig geil. Das war kulinarisch das Highlight. Wirklich, das war das Beste, was es da gab zu essen. Dieses Eis, oh scheiße. Ja, wie gesagt, also Essen war nicht so der Hit. Was habe ich noch zu erzählen? Essen war doof. Essen doof, habe ich geschrieben. Der Wald war geil. Ja, und dann haben wir ja entschieden, also wir hatten bis zum 27. geplant. Das war so der feste Plan. Und haben dann entschieden, also wir waren uns nicht sicher, ob wir dann noch irgendwas machen. Ne, wir hatten ja dann alle noch eine Woche Urlaub und haben aber dann entschieden, nach Hause zu fahren und unseren Urlaub zu Hause einfach noch ein bisschen auszudehnen und dann nicht gleich wieder nur Stress und so, sondern wirklich eben die Zeit auch noch miteinander zu genießen. Das haben wir wirklich ganz gut hingekriegt. Blöd war halt, dass wir aus dieser Langschläfer-Sache nicht rauskamen. Und es war dann hier auch zu Hause irgendwie so aufstehen, frühstücken mit halbwegs guten Brötchen. Und dann aufs Board. Ja. Und wir haben das ganz geil gemacht. Wir waren dann, den einen Tag sind wir auf der Alla rumgeschippert. Das war auch ziemlich cool. Und dann, wir haben bei uns in der Nähe, also halbe Stunde, halbe, dreiviertel Stunde entfernt, so einen ziemlich geilen großen See. Und da waren wir, ich glaube, jeden Tag. Bis auf den Tag, wo wir auf der Aller waren und den einen Nachmittag, wo ich zum Zahnarzt musste. Yay. Ja, wie immer. Waren wir auf diesem See und es war halt richtig geil. Also das war wirklich cool und dann auch wirklich nur 2-3 Stunden See und wieder nach Hause. Also nicht hier irgendwie mit hinlegen und dem ganzen Quatsch, sondern ja. Dann sind wir auch noch ein paar Mal essen gewesen, weil konnten wir ja im Urlaub nicht wirklich. Ja, und meine Bräune kommt, glaube ich, auch hauptsächlich von der Woche jetzt hier zu Hause, weil wir hatten ja ein affengeiles Wetter. Ne? Also wir hatten richtig geiles Wetter. Und durch dieses Stund um Stund ewig auf dem Stand-Up-Paddling-Board ja, hat man natürlich Zeit, ein bisschen Freshness aufzubauen. Und wir haben es natürlich dieses Jahr echt, glaube ich, den ersten Urlaub geschafft, jeder komplett ohne Sonnenbrand, weil es gab halt nicht so viel Sonne für Sonnenbrand. Es war schon sonnig, ne? Aber es war halt nicht so italiensonnig, wo du, egal was du machst, trotzdem abends nach Hause kommst und denkst, scheiße, ich habe mich verbrannt. So war es ja nicht. Von daher, ja, war das so die Schweden-Erfahrung. Heute ist Montag, wo ich das drehe. Meine Tochter ist heute den ersten Tag wieder in der Schule. Die hatte gar keine Lust. Obwohl sie hat schon, ich glaube, sie freut sich natürlich auch auf ihre Freundinnen, ne? Und jetzt in der dritten Klasse ist natürlich auch cool, ne? Erstmal haben die Schwimmunterricht, was ich halt voll geil finde, weil meine Tochter, ja, ist eine Wasserratte, ne? Obwohl ich das bei uns auf dem Dorf so eine Sache finde. Also um bis zum Schwimmbad zu kommen mit dem Bus, brauchen die wahrscheinlich eine halbe Stunde. Da müssen sie sich umziehen. Also wie viel Zeit geht da an so einem Schultag dafür flöten, dass die da hingekarrt werden. Aber das ist cool. Und die fangen ja an mit Englisch.
Also das finde ich auch richtig gut. Und meine Tochter freut sich auch drauf. Die hat Bock. Noch. Ich habe mal in dieses Englischbuch reingeguckt. Meine Güte. Es geht aber gleich richtig los, ne? Also ganz interessant. So, ich habe hier ein Setting-Spray liegen, Leute. Das habe ich hier schon liegen seit, keine Ahnung, 3 Monaten oder so. Und weil ich immer Foundations getestet habe, habe ich das nicht benutzt. Heute gebe ich. Ich meine, der Winter is coming, ja, und da brauche ich auch wieder Setting-Sprays, um meine trockene Haut zu erfrischen. Leute, meine Haut ist so geil gerade. Oh, ich darf das nicht zu laut sagen, ey. Immer wenn ich das sage, dann wird es wieder schlecht, ne? Aber Alter, ey. Die ist. Ich hatte die letzten, keine Ahnung, 3 Monate. Ich hatte ein einziges Mal, hatte ich eine Rosacea-Flush. Vor kurzem, ich weiß gar nicht, wann das war. Abends, vor 3 Tagen oder so, da hatte ich auf einmal hier alles rot hier oben. Weiß nicht, was mein Körper sich dabei gedacht hat. Aber die ganze Zeit mega. Also, ja, Schweden-Fazit. Für mich nicht nochmal, weil, warum? So, also es gibt für mich keinen Grund, dass ich sage, yay, ich muss da unbedingt nochmal hin. Das hat mich voll aus den Socken gehauen oder irgend sowas. Es war aber auch nicht schlecht oder so. Und das Lustige ist, dass meine Tochter ist ziemlich offen. So, die würde wahrscheinlich auch nochmal nach Schweden fahren. Aber wir sind uns ziemlich einig. Und das finde ich halt richtig geil, weil mein Mann wollte unbedingt nach Schweden. Ich bin halt mitgefahren. Ich wäre selber nie nach Schweden gefahren. Also hätte ich mir nicht ausgedacht, sage ich mal, ne? Jetzt haben wir es gemacht. Er fand es auch genauso gut wie ich. Und er sagt auch, müssen wir jetzt auch nicht nochmal machen. Also das Thema ist jetzt abgehakt. Und vielleicht sagen wir irgendwann nochmal, ey, lass uns nochmal in die Ruhe fahren. Ne? Vielleicht kommt es irgendwann. Aber wir haben auf dem Rückweg schon geplant. Nächstes Jahr fahren wir nach Italien. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, der Hauptgrund, warum mein Mann nach Italien will, das ist Essen. Ich glaube, der hätte ich gar nicht gedacht, dass ihm das so nervt, dass wir da kein anständiges Restaurant haben. Wir waren ja, als wir in Italien waren vor 2 Jahren, hatten wir einen Campingplatz in der Nähe von Rom. Und der war schon, also das ist schon abenteuerlich, ja. Weil gerade sowas so Sanitäranlagen und das Ganze angeht, das kannst du ja gar nicht vergleichen. Das ist ja wie, das ist ja völlig teilweise dort total unzivilisiert. So, zumindest auf den beiden Campingplätzen, wo wir waren. Und der eine, da war halt in der Nachbarstraße, war halt der Straßenstrich. Also es war schon, ne? Aber das Meer war der Hammer. Und das Essen war mega. Ich weiß so, in dieser Woche auf dem Campingplatz, ich habe jeden Tag das Gleiche gegessen. Auf dem Campingplatzlokal. Also das ist ja nicht mal, dass man sagen könnte, so, das ist irgendwie total geniale regionale Küche bei so einer Pasta-Mama oder so. Nee, sondern echt auf dem Campingplatz, Melanzane alla Parmigiano, jeden Tag, weil das ist doch das geilste Essen, ne, was es gibt. Und das hat halt gefehlt. Es hat auch dieses gefehlt, mir zumindest. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr auch schon am Meer wart. Ihr wart den ganzen Nachmittag am Meer, dann kommt ihr zurück ins Hotel oder wo auch immer, ins Ferienhaus, keine Ahnung. Dann geht ihr duschen, eure Haut ist so vom Salz und vom Meer, so wie sie dann halt ist. Und dann geht ihr duschen, macht euch ein bisschen schick und geht dann essen. Dieses, das hat halt gefehlt, finde ich. Also es hat mir wirklich, ja. Bei uns war es dann so, wir waren den Nachmittag am See, dann mussten wir uns überlegen, was wir uns zu kochen, dann haben wir noch gekocht, dann haben wir gegessen, dann war es 10. Das war echt, das war wirklich, auch jetzt die Woche, als wir hier zu Hause waren, also ich glaube, wir haben nicht ein einziges Mal vor 8 Uhr abends gegessen und meine Tochter war nicht einmal vor 11 im Bett, so ungefähr. Also wirklich, das ist so, die Zeit ist uns so davongerannt. Ja, und was, also mein Fazit ist, ich habe gestern zu meiner Mama gesagt, ich war noch nie so urlaubsreif nach dem Urlaub, weil ich habe das Gefühl, ich hatte zwar Sommerurlaub,
aber der hat nicht ausgereicht. Nicht von der Zeit oder sowas, sondern dieses, was ich von Sommerurlauben kenne, hatte ich nicht. Und dementsprechend kann ich es nicht abwarten, nächstes Jahr nach Italien zu fahren. Das Lustige ist, meine Eltern sind halt genauso. Die waren ja in Irland und es hat die ganze Zeit geregnet. Die buchen jetzt erstmal, weiß ich nicht, ich glaube, die wollen nach Italien auch. Die buchen jetzt erstmal irgendwo auf irgendeiner Insel. Habe ich schon wieder vergessen. Also die fahren jetzt erstmal nochmal in Urlaub, weil meine Mutter hat gesagt, ich muss ans Meer. Ich kann diese Kälte nicht aushalten. Und ich bin jetzt so, jetzt sind wir zu Hause. Für mich kann jetzt der Sommer zu Ende sein. Also jetzt ist für mich, das ist immer nach dem Urlaub, wo ich mir denke, okay, ich muss jetzt wieder arbeiten. Ich arbeite in einem Piercing-Studio und mach mal mit Handschuhen halt ein Piercing. Konzentrier dich, 10 Minuten sind die darunter nass. Das sind alles so Sachen, nö, da brauche ich keinen Sommer, wenn ich nachmittags im Studio sitze und vormittags hier in der Dunkelkammer Videos drehe. Also von mir aus kann der, ich meine, es ist jetzt erst August, Anfang August, ne? Also theoretisch haben wir jetzt noch, ich sag mal so, 5 bis 6 Wochen Sommer, wenn es gut läuft. Aber ich brauche es nicht mehr. Für mich kann jetzt der Herbst direkt kommen. Ich freue mich schon auf meine Doc Martens und auf meine Strumpfhosen, wisst ihr. Aber okay, vielleicht können wir ja noch ein bisschen nutzen jetzt. Die Wochenenden, unter der Woche haben wir ja gar keine Zeit halt zusammen als Familie. Das ist immer so ein bisschen doof durch die Arbeitszeiten und so. Ist dann immer irgendwer arbeiten. Und hoffen wir, dass wir am Wochenende halt noch ein bisschen das Wetter nutzen und genießen können. So, ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ich bin geschminkt, ich kann also gleich noch 1-2 Videos drehen. Und ja, Schweden war nicht scheiße oder sowas, aber war halt auch nicht jetzt, dass man da immer wieder hin müsste. Sind wir eh nicht. Wir sind nicht Leute, die immer an die gleiche Stelle fahren, weil wir wollen ja irgendwie auch was von der Welt sehen, ne? Von daher fahren wir auch nach Italien, fahren nicht wieder genau dahin, wo wir schon mal waren, sondern irgendwo anders hin. Ja. Und falls ihr euch überlegt habt, euch so ein Stand-Up-Paddling-Board zu holen, tut es. Tut es einfach. Und selbst wenn ihr nicht drauf steht, es ist der Hammer. Es macht so einen Schweinespaß. Also wirklich, wenn ihr immer so denkt, nee, ich schaffe das eh nicht, mich da drauf zu stellen oder sowas. Das sind ja Gedanken, die mir halt durch den Kopf gingen. Drauf geschissen. Sitzen. Wie viele Leute da drauf sitzen auf so einem Ding? Ich meine, ich habe jetzt mal drauf geachtet. Wie viele sind zu zweit auf dem Teil und schippern durch die Gegend und was weiß ich. Einfach wirklich richtig gut. Es hat mein Leben bereichert und ich freue mich auch schon auf nächstes Jahr, auf den Sommer. Definitiv. Ich würde mal sagen, das ist das Ende des Videos. Ich habe viel vor, sehr viel vor. Ich bin sehr motiviert und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüssi.